Was ist eigentlich ein Hashtag und wie verwendet man Hashtags im Marketing richtig? Mein Name ist Michael Bernecker, bin Geschäftsführer im Deutschen Institut für Marketing und ich stelle Ihnen jetzt 5 Tipps vor, wie Sie Hashtags richtig einsetzen können. Ja, Hashtags oder Nummernzeichen genannt, spaßeshalber vielleicht auch mal Gartenzaun oder halt einfach nur Hashtag. Hashtags sind bekannt geworden durch Twitter und Instagram und gerade durch Instagram haben sie sich extrem verbreitet, weil Instagram ja als Fotoplattform eigentlich Bilder transportiert und über den Hashtag relativ schnell klar ist, du, das ist hier kein ganzer Satz, der da kommt, sondern das ist einfach nur ein Stichwort und ich markiere jetzt meine Bilder, tagge die mit Hashtags, damit die halt eben besser zu finden sind, besser zu suchen sind und die Kommunikation damit besser abläuft. Sie können im Marketing das auch verwenden, nämlich genau diese Frage, wenn Sie Bildmaterial haben, welche Hashtags möchten Sie denn besetzen? Und da gibt es halt eben so ein paar Tipps, die Sie tatsächlich für sich verwenden können. Tipp 1. Nutzen Sie Nischen-Hashtags. Nischen-Hashtags sind sehr beliebt, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier einen ganz speziellen Bereich, ja, und da versuche ich permanent meinen Hashtag einzusetzen, dass wenn jemand halt sich in diesem Bereich auskennen möchte, muss er unseren Hashtag kennen, er sucht nach dem Hashtag und findet uns. Ja, wir vom Deutschen Institut für Marketing zum Beispiel verwenden gerne den Hashtag Bildungsmarketing, weil wir das Wort Bildungsmarketing besetzen wollen. Und das ist natürlich ein Nischenbegriff, der relativ selten gesucht wird, aber wenn Sie ihn suchen, sollten Sie eigentlich uns finden. Tipp 2. Nutzen Sie lokale Hashtags. Wenn Sie internationale Begrifflichkeiten tatsächlich verwenden, dann gehen Sie in dem Rauschen der Social-Media-Kanäle unter. Also Hashtags, die weltweit eingesetzt werden, da werden Sie kaum wahrgenommen oder Sie müssten halt eben vielleicht jede Sekunde 20, 30 Mal kommunizieren. Deswegen macht es manchmal auch Sinn, lokale Hashtags mit einzusetzen. Nicht umsonst heißt es ja, 30% aller Suchanfragen haben einen lokalen Charakter. Das heißt also, wenn Sie jetzt irgendwie eine Pizza-Service haben, dann macht der Hashtag Pizza Köln, Pizza Hamburg oder etwas viel mehr Sinn, als einfach nur Pizza zu posten, weil sie dann halt eben weltweit untergehen. Also überlegen Sie sich mal, welche lokalen Hashtags könnten für Sie interessant sein. Tipp 3. Verorten Sie Ihre Hashtags. Sie können Ihren Hashtag auch mit einem bestimmten Ort verbinden. Das heißt also, Sie können Ihr lokales Business ein bisschen fördern damit und dementsprechend kann man Orte verlinken und mit Hashtags belegen. Macht vielleicht Sinn, wenn Sie ein lokales Geschäft haben, halt eben so etwas abzubilden. Tipp 4. Nutzen Sie nicht zu viele Hashtags. Sie müssen nicht immer alles verwenden. Ne? So ein Bild mit 46 Hashtags macht nicht wirklich viel Sinn. Ja, sondern fokussieren Sie Ihre Begrifflichkeiten und Sie werden merken, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter werden Sie irgendwann genau die Leute haben, die auch zu Ihrem Hashtag zu Ihnen passen. Zu viele Hashtags bringen Ihnen auch nur vielleicht Follower, die gar nicht relevant sind. Tipp 5. Wählen Sie kurze und einprägsame Hashtags. Ein Hashtag wie Du solltest mir folgen Hashtag ist vielleicht etwas ungeschickt. Deswegen kurz und prägnant, die halt eben auch teilbar sind, die andere Leute auch einsetzen können. Ja, Personen, die halt eben über ihr Unternehmen, ihre Produkte berichten, sind dann vielleicht mit einem kurzen Hashtag auch bedient und können schneller einsetzen als ich habe einen ganz langen Hashtag.de. Also, ich hoffe, dass diese 5 schnellen Tipps Ihnen was geholfen haben, Sie damit halt eben vielleicht ein bisschen Transparenz für sich bekommen haben, warum das sinnvoll ist und wie man es einsetzen könnte. Und würde mich freuen, wenn Sie halt eben dieses Video und unsere Berichterstattung ein bisschen mitverfolgen. Vielleicht haben Sie ein paar Hashtags auch für uns über, dass Sie, wenn Sie dieses Video teilen, auch sinnvolle Hashtags mit einsetzen. Mein Name ist Michael Bernecker, bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal liken würden. Ja, lassen Sie uns Geschichten erzählen. Storytelling ist gerade so ein Trendbegriff im Zusammenhang mit dem Thema Content Marketing. Und dass wir hier ein Instrumentarium haben, wie wir mit Hilfe von Geschichten rund um Unternehmen und Produkte Kunden interessieren und zuzuschauen, zu lesen, sich mit uns auseinanderzusetzen.